So, ich war gerade unten in meinem Hof und habe wieder gegartelt. Ich liebe das so. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich habe früher immer so diese Vision gehabt, ich gehe weg, ich gehe aufs Land, ich habe meinen Kreativhof, Familienlandsitz, so irgendwas, weil ich das einfach liebe. Ich bin ein richtiges Naturmädel. Aber ich bin auch in der Stadt schon die Hälfte meines Lebens und ich genieße die Vorzüge dieser Wiener Großstadt, von der alten Donau, vom Wienerwald. Ich liebe, dass ich gehe, im Prater oft laufen. Es gibt so schöne Plätze, überall auf der ganzen Welt. Und ich habe beschlossen, überall, wo ich bin, mache ich mir meinen Himmel auf Erden. Und ich bin so dankbar für alles, wirklich wahr, für alles. Und die Natur gibt so reichlich. Und wie gesagt, ich war jetzt unten im Hof und dann habe ich mir gedacht, wie oft ich mir überlegt habe, wegzugehen, woanders hinzugehen. Das ist eine zu lange Geschichte. Und ich denke mir, wenn ich nicht jetzt beginne und anfange, einfach überall mir das zu schaffen und auszuprobieren, was möglich ist, was geht, damit ich einfach schaue, was wächst, was ich sehe, was ich ernte. Das gilt für alle Ebenen im Endeffekt. Für die Beziehungen, alles ist Beziehung. Für die Beziehungen von mir zu meiner Familie, zu meiner Tochter, zu meinen Freunden und zu allen Menschen im Letzten. Und das meine ich überhaupt nicht so, oh, wie lieb. Ich meine das wirklich so. Es ist eine harte Hacke an einem selber. Ich scheiße mich oft an, weil das so anstrengend ist. Und dann ist es wieder wunderschön, wenn ich einfach merke, dass das Sinn macht und dass ich einfach Dinge kapiere. Und dass das alles sehr logisch ist und dass man sich sehr anschauen muss, hinter die Kulissen schauen muss, sind das Worte nur? Was sind die Handlungen? Was machen die Menschen? Was mache ich selbst? Was mache ich mit mir, mit meinem Leben, mit meinen Handlungen? Und wenn man nicht jetzt anfängt, alles zu ändern, was einem nicht gefällt im Leben, und das ist wurscht, ob man in einer kleinen Wohnung hockt oder irgendwo, sind wir froh, wenn wir eine haben, wenn wir wo sein können, Dach über dem Kopf haben, wenn wir zu essen haben. Wir können alles mit Liebe machen. Wir können uns selbst mit Liebe betrachten. Wir können mit Liebe das, was wir haben, machen und teilen. Mit respektvollen Menschen, mit denen wir das möchten. Mit unseren Nächsten. Und wenn wir das schaffen, oder wenn ich das schaffe, ich kann ja nur von mir ausgehen, wenn ich das schaffe, dann geht die Sonne auf, jeden Tag. Oder ich kämpfe mich durch. Ich kämpfe mich durch, bis ich wieder meinen Paradise Ground spüre. Weiß, es ist alles gut. Weiß, ich kann aus dem Jetzt, aus den Dingen, die jetzt gerade sind, das Beste machen, was ich schaffe. Und das sind oft die ganz banalen und kleinen Sachen. Und wenn ich das nicht mit den banalen und kleinen Sachen schaffe, die zu sehen, das in Ordnung zu bringen und dankbar dafür zu sein, werde ich es im Großen nie können. Und das ist das Leben. Das Leben ist nicht Perfektion. Das Leben ist alles perfekt eigentlich. Das Leben ist unsere Welt und wie wir damit umgehen. Und ich bin jetzt ein bisschen traurig. Und ich gehe durch urviel Sachen durch und Emotionen. Dann kommen wieder schöne Lieder und ich gehe weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich bin im Endeffekt sehr erfüllt und sehr dankbar und sehr glücklich für alles. Mir passieren wunderbare Sachen. Dankeschön. Ich danke meinem Schöpfer, wie auch immer man das sieht. Und das ist meine ganz persönliche Welt. Und ich danke meiner Mutter Erde. Und ich danke meinen Menschen, die mich gezeugt haben. Papa, Mama, meiner Tochter, dass sie so großartig ist. Meiner Familie und meinen Freunden. Und weil sonst lernt man ja nichts. Und sonst kann man das gar nicht erkennen und sehen. Und wenn wir uns alle gegenseitig ein bisschen erleuchten oder vielleicht ganz viel, dann wow, hey, dann leben wir in einer, glaube ich, schönen Welt, in der wir eh leben. Aber es ist halt alles sehr komplex. Und ich muss sagen, ist halt so. So ist das. I'm landed. Und ich wünsche euch auch, dass ihr landet und euch zu Hause fühlt, weil wir sind nämlich deswegen da. Auch wenn ich auch alles Mögliche glaube, aber das von später vielleicht einmal. Fühlt euch zu Hause, habt euch selbst lieb und liebt alles, was ihr tut und macht und probiert es einfach aus. Alles Liebe.